Hallo, das ist der täglich von heute und nach dem Intro geht's los. Hey, Moment, aber Amir, du hattest doch neulich schon den täglich von heute. Ja, das ist aber der von heute jetzt. Heute der von morgen. Nee, heute ist der von heute. Bis gleich. Das ist Berlin, das Gigatech. Ich bin Armageddon. Und das ist der täglich von heute. Ich freue mich jetzt schon auf die Kommentarsektion, weil wirklich tolle Kommentare. Hier unser geiles Intro von Montag und Dienstag kam richtig gut an. Und auch sonst interessante Kommentare. Ich erkläre heute sogar hoffentlich was Richtiges in den Kommentaren. Aber vorher habe ich ein paar spaßige Tech-News für euch. Wer sich wundert, dass die gestrige Folge so ähnlich war wie die vom Montag, war Absicht, weil wir fanden die Sache mit dem Intro so cool. Themen waren sehr ähnlich an beiden Tagen und war aber jeweils die Folge von heute dann. So, wir schauen heute schauen wir jetzt mal ins Android-Ressort zuerst. Und zwar sind da Bilder vom kommenden Mate 30 Pro aufgetaucht. Sieht krass aus. Rückseite, Kamera, vier Kameramodule angeordnet in so einem Kreis, also fast Waschtrommel, wie hier damals die Lumia-Dinger, ne? War das Lumia? Und also drei der Kameras sind für tatsächlich Fotografie und eine soll nur für Videoaufnahme sein. Jetzt hatten wir ja schon gehört, das Mate 30, endlich wird es auch 4K 60 Frames aufnehmen können. Ist jetzt, hatten wir dann geklärt, gibt es schon bei anderen Geräten. Huawei zieht da nach. Aber wir überlegen gerade, sie haben wohl ein komplett neues Kameramodul da drin. Vielleicht kann das noch mehr, was wir noch gar nicht wissen. Vielleicht ist da noch nichts geleakt. Nachher kommt, das kann 4K in 120 Bildern aufnehmen. Vielleicht krass. Kann 4K Super Slow-Mo. Endlich mal ein gut Video aufnehmen. Ja, das würde auch schon reichen. Würde auch schon reichen. Gute Videos mit dem Mate 30 Pro. Also auf jeden Fall die Rückseite sieht, wenn das denn nachher wirklich so aussieht, sieht ziemlich cool aus. Gibt es sonst noch was Neues zum Mate 30? Nö. Ja, lest euch sonst den Artikel unter giga.de/android durch und schaut euch da auch dieses krasse Bild an. Dann auch neue Bilder von meinem jetzt schon Lieblingsgerät geleakt, und zwar vom Google Pixel 4. Wobei, wir sind natürlich auch wieder nicht sicher, ist das wirklich das Google Pixel 4? Also auch die Bildquelle ist sich da nicht so sicher. Auf Twitter wurden da Bilder gezeigt. Und da gibt es Interessantes zu erkennen. Also zum einen sehen wir, dass auf der Rückseite auch so ein Art Vierfach-Kameramodul ist. Ich muss jetzt gerade mal gucken, eins davon ist aber vermute ich mal der Blitz. Ja, also ist aber auf jeden Fall auch so quadratisch angelegt, das Ganze, also sehr, sehr massiv. Und dann sehen wir auf der Vorderseite, dass der obere Rand, wie erwartet, relativ dick sein wird. Wir wissen ja, dass da nicht nur die Frontkamera, sondern auch diese Radartechnologie wird untergebracht sein. Untenrum ist der Rand dann gar nicht mehr so dick, seitlich auch nicht. Und jetzt ist aber die große Frage, die sich vor allem die US-Publikation Droid Life hier stellt. Wenn unten jetzt kein Bereich mehr ist, irgendwie um den Daumen hinzuhalten und eventuell im Display auch kein Fingerabdruckscanner ist, schafft Google das eventuell ab und geht wie Apple komplett auf Face ID oder sowas. Ich glaube das aber nicht, weil die Argumentation, die hier kommt, ist, dass es halt auf diesem entsperrten Screen keinen Hinweis gibt für Fingerabdruck auflegen im Display. Aber klar, das Gerät ist ja auch schon entsperrt in dem Moment, wo dieses Foto entstanden ist. Also deswegen könnte ich mir sehr wohl vorstellen, dass da ein On-Screen in Display Fingerabdruck-Scanner drin ist. Frank, weißt du da anderes? Sorry, ich habe jetzt gerade. Ja, okay, kein Problem. Ist so, wie ich gesagt habe, beziehungsweise schaut euch das an, das Ganze, und schreibt uns gerne in die Kommentare. Nein, wir machen Umfrage. Umfrage. Wie wird wohl das Google Pixel 4 entsperrt werden? Hier gibt es ein paar Antwortmöglichkeiten. So, was lassen da, Frank? Ich habe gerade schon so ein paar Ideen. Ah, Frank hat schon Ideen für mögliche Entsperrmechanismen des Pixel 4. Können wir ja nochmal die Antwortmöglichkeiten für unsere, wie macht ihr euer Smartphone sauber? Oh ja, das kann man verbinden mit der letzten Umfrage, wie macht ihr euer Smartphone sauber? Ne? Nur schweinische Sachen bitte. Also ich würde mich freuen, wenn man das Google Pixel 4 nur schweinisch entsperren kann. Wir werden sehen. So, dann, es gibt ja schon das Galaxy M30 und jetzt kommt ein M30S von Samsung. Und dazu gibt es interessante Neuigkeiten zur Batterie, die da wohl verbaut werden wird. Und zwar 6000 mAh. Krass. 6000 mAh in ein Mittelklassegerät, wohlgemerkt. Ja, ne? Mittelklassler sind ja
Das ist ja Samsungs Probierfeld auch so ein bisschen. Ja, und auch Samsung sagt ja, in der Mittelklasse probieren wir mal Sachen aus. Allerdings, also es ist zwar ein 6000 mAh, aber weil es eben Mittelklasse ist, wird ja kein super Quick Charging oder sowas unter. Also nicht diese 25 Watt Quick Schnelllademethode vom Galaxy S10 oder Note oder welches war das? Super Fast Charging Galaxy S10 5G. Das wird es da nicht geben. Aber 6000 mAh, das ist ja schon ordentlich. Aber Display löst ja auch nicht so hoch auf. Doch. Ne? Ja. Prozessor ist wahrscheinlich nicht so, dass der das 2400 x 1080 Bildpunkte. Prozessor ist ein Exynos 9610, also auch nicht langsam. Ja, aber also von den Komponenten her, die werden ja auch eher ein bisschen sparsamer sein als so jetzt hier diese WQHD-Monstren in den Oberklasse-Geräten. Das heißt, mit 6000 mAh und der Hardware, das ist schon. Aber das ist doch WQHD, oder? Ist das nicht WQHD? 2400 x 1080 ist doch fast. 1080 ist Full HD. Full HD, FHD. Ach ja, stimmt, hast recht. Hast recht, FHD Plus. Ja. Okay. Also dann eine Woche Handy. Woche Handy ist ja auch schon mal was. Das Gerät, wissen wir nicht genau, wann es kommt. Könnte Mitte September soweit sein. Preis wissen wir auch noch nicht. Das reguläre M30 kostet etwa 300 Euro. Also jetzt wirklich geraten, 400. 1000 Mark. 400 kostet das und dafür 6000 mAh eine Woche Laufzeit. Geil. Alles, was wir aktuell wissen, wirklich wissen, gesichert wissen zum Galaxy M30S im Artikel unter giga.de/android und natürlich auch verlinkt unter diesem Video in der YouTube-Description. So, dann hat die Stiftung Warentest sich mal angeschaut, was ist eigentlich wichtig beim Kauf von Bluetooth-Kopfhörern? Worauf soll man achten? Was sind die wichtigen Punkte, damit die Benutzung auch Spaß macht? Herausgekommen sind, ich sag mal für uns Tech-Freunde, relativ profane Erkenntnisse, nämlich, die sollen gut sitzen, okay. Die sollen eine gute Geräuschunterdrückung haben, okay. Da wäre ich jetzt vielleicht selber auch nicht so drauf gekommen, erstmal, dass das wichtig ist. Ich weiß gar nicht, ob die eine aktive oder eine passive meinen. Beides. Und der Akku soll gut sein. Wow, Stiftung Warentest. Nein, also ist ja okay. Da hat man jetzt drei Anhaltspunkte, an denen man sich orientieren kann. Ihr könnt euch das gerne im Artikel nochmal durchlesen, was die Stiftung Warentest, wie genau sie das ausformuliert hat. Und noch besser ist, im Artikel findet ihr natürlich auch verlinkt unsere Empfehlungsartikel, die besten Bluetooth-Kopfhörer, die beliebtesten Bluetooth-Kopfhörer haben wir auch noch. Und wie funktioniert eigentlich so eine aktive Geräuschunterdrückung? Ist tatsächlich ganz interessant, ja, weil wir da auch wirklich das ausprobiert haben und man kann das selber, wenn man sich es im Video anschaut, mithören. Krass. Und unser Stefan, glaube ich, allesamt verfasst. Der ist gerade im wohlverdienten Urlaub. Gruß an dieser Stelle, Stefan. Und der ist ja wirklich ein Audio-Experte erster Güte. So, das unter giga.de/tech und dann noch einen kleinen Tipp und damit stelle ich auch gleich eine interessante Reihe auf Giga vor, die ich im Tech täglich zu mir, die gibt es schon länger, aber im Tech täglich glaube ich noch nie vorgestellt, und zwar Gigabyte. Weil du mich hast. Ja, Gigabyte oder Gigabyte? Gigabyte. Gigabyte. Aber B-I-T. Giga.byte. So wie, und zwar sind das kleine Informationshäppchen. Tipps und Tricks. Tipps und Tricks von Frank, direkt von Frank. Die einfach nützlich sind. Und zwar hat er diesmal für euch mal rausgekriegt, was ist eigentlich, wenn ihr euren Streaming, also Musikstreaming-Anbieter wechseln wollt. Also nehmen wir an, es gibt irgendeinen Grund, warum ihr sagt, ich möchte jetzt nicht mehr Spotify, ich möchte jetzt Tidal oder Deezer. Oder Apple Music. Weil die so schöne Fahrräder auch rumstehen haben. Oder umgekehrt. Dann habt ihr ja grundsätzlich das Problem, eure vielleicht mühevoll zusammengeschriebenen und kuratierten Playlists sind dann irgendwie weg. Und dafür gibt es einen Service, der heißt Tune My Music. Und über den könnt ihr, ich muss gleich dazu sagen, es geht nicht zwischen allen Diensten, es ist auch jetzt nicht absolut jeder Dienst da drin, aber es gibt diverse Dienste, da funktioniert das, dann könnt ihr das sozusagen übertragen und zumindest Playlists werden noch übernommen, Playcounts nicht immer, also nicht alle Daten, aber der Dienst versucht alles, was er rauslesen kann, in den neuen Service zu übertragen. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist euch quasi mit dem alten und dem neuen Account da einzuloggen. Und selbst wenn es nicht funktionieren sollte, die Übertragung, könnt ihr auch die Daten per Excel-Datei euch rausgeben lassen und dann habt ihr sie zumindest. Irgendwann müsst ihr sie halt, im schlimmsten Fall müsst ihr sie händisch wieder eingeben im neuen Dienst oder diese ganzen Songs wieder hinzufügen. Aber das ist ganz praktisch, wenn man denn den Musikservice nutzen möchte. Definitiv. Hatten wir tatsächlich auch in der Vergangenheit hier öfter schon mal in der Redaktion den Fall. Da wollte der Stefan irgendwie, glaube ich, umziehen von Spotify auf Apple Music oder andersrum. Achso, ich dachte, Wohnung. Nee. Ja, das ist auch immer gut, ne? Wenn irgendwo ein Problem... Gleich umziehen. Damals gab es halt diesen Dienst noch nicht. Und das ist halt echt ein Pain in the Ass ansonsten. Wenn das nicht... Oh, habe ich jetzt... Seitdem, das ging halt bei Stefan nicht und deswegen hört er ganz schlechte Musik jetzt seitdem wieder, weil er einfach die gute Musik nicht mehr findet. Weiß auch nicht mehr, wie das hieß, was er eigentlich da gerne... gehört. Stefan, wenn du das hörst,
Gute DJ Musik Bobo. Jetzt. Gute Musik DJ Bobo. Jetzt wieder. So, dann kommen wir zu den Zuschauerkommentaren. So, und da gab es ja gestern und Montag ein ganz, ganz tolles Intro. Hat Severin großartig gemacht. Mal ganz anders, sondern richtig mal so freshen YouTube-Style. Irgendwie so, hey, Party People und so. Kam super gut an. Viele war Leute fast sich. Dubstep. Ja, viele Leute sich sehr drüber gefreut. Gab aber auch Kritik, berechtigte, und zwar von Fungames. Fungames schreibt: Ich bin schockiert. Ihr nehmt einfach das topgeheime und exklusive Intro des Tagtäglich Plus Plus und veröffentlicht es für den normalen Tagtäglich. Tagtäglich Plus Plus D-Abo. Dafür zahle ich doch keine 1000 Mark mehr. Kann ich nachvollziehen. Sorry. Das ist natürlich jetzt enttäuschend für dich. Man muss die Leute halt anfüttern. Ne? Ja. Ansonsten. Wir machen das ja auch, heute machen wir es ja schon zum Beispiel nicht mehr. Also wenn ihr jeden Tag so ein geiles Intro haben wollt, dann los Tagtäglich Plus Plus abonnieren. Danke Fungames für die valide Kritik an unserer Marketingstrategie. Dann hat Hayo Benzin geschrieben, yo Armageddon, alles Laser, machen wir morgen richtig Show mit Power. Deswegen habe ich auch heute Armageddon mich genannt, weil ich das einen guten Kommentar fand. Und er hat das ja am Montag geschrieben und insofern habe ich ja. Am Dienstag war wieder gleiches Intro, gleiche Power, also alles gemacht, was der Hayo Benzin. Das war jetzt das letzte Mal. Nee, es kommt gleich noch was. So, dann hat Beerslayer geschrieben, huhu, also nach diesem freshen Intro müsst ihr dringend in die YouTube-Trends. Danke. Wir waren lange in den YouTube. 3 Tage waren wir in den YouTube-Trends. Ja, ja. Also hier bei uns hat es sehr getrendet, dieses Video. Und dann hat er noch eine Frage. Ich habe jetzt mal noch mal eine Frage zu Samsung. Es ging im letzten Tag wirklich um einen Leak oder man hat ein Video gesehen von Samsungs One UI 2.0. Und der Beerslayer hat da, glaube ich, was missverstanden. Er schreibt, ich dachte eigentlich immer, dass das Android One ein nacktes Android ohne Bloatware ist. Warum ist dies nun eine UI? Oder hat Samsung Touchwissen und so benannt, um deren Kunden zu verwirren? Das ist kein Hate, ich bin selber gerade nur verwirrt. Also tatsächlich handelt es sich um 2 Dinge. Android One ist die Android-Version für schwachbrüstige Smartphones und für Länder, in denen oder Regionen, in denen das Internet nicht so richtig dolle ist. Das heißt, es ist quasi die abgespeckte App. Nee, was? Nee, das, was du meinst, ist Android Go. Android One ist im Prinzip so ein halber Nachfolger des Nexus-Programms, also dass halt Hersteller sagen, wir machen jetzt hier Stock-Android und wir machen 2 Jahre Betriebssystem-Updates und 3 Jahre Sicherheits-Updates, das garantieren wir. Echt? Ich dachte, das wäre schon auch für schwachbrüstige Telefone gedacht. Ja, kommt, also ist manchmal deckungsähnlich, aber... Okay, gut. Also, das ist Google. So, und Samsung nennt sein UI auf den Geräten, das was vormals TouchWiz hieß, inzwischen One UI. Es hat, ich weiß nicht, ob die Idee dahin... Genau, Samsung Experience. Ach, jetzt heißt es wieder Samsung. Nee, dann hieß es nochmal Samsung Experience und TouchWiz hieß es mal. Vorher hieß es TouchWiz, dann hieß es Samsung Experience und jetzt heißt es One UI. Ob sie das gemacht haben, weil sie da irgendwie eine Referenz zu Android One schlagen wollen oder darauf hoffen, weiß ich nicht. Glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, One ist einfach so ein Schlagwort da auch gerade in der Marketingwelt. Und deswegen, es sind 2 verschiedene Sachen. Und was wir neulich gesehen haben in diesem Video, ist eben die neueste Version von Samsungs Betriebssystem UI, Android UI. Ja, so. Skin ist zu wenig, aber so Software-Suit mit eigenen optischen Anpassungen. Ich hoffe, das heißt übrigens, lieber Beerslayer, und ich hoffe, du nimmst es nicht persönlich, das UI, nicht die UI. Ja, das User Interface. So, danke. Ich hoffe. So, dann hatte ich ja gesagt, dass ich noch einmal anspiele auf diese Sache, dass es den tagtäglich von Montag auch gestern gab. Und zwar hat Alan Schieser, der hat das verstanden. Der hat nämlich geschrieben, weil ich war ja sowohl am Montag als auch am Dienstag sehr gut drauf und habe gesagt, komisch, Montag, ich bin trotzdem gut drauf. Und Alan Schieser hat geschrieben, der hat es gestern geguckt, vielleicht bist du heute gut drauf, weil heute nicht Montag, sondern Dienstag ist. Ey, weißt du, warum er auch gut drauf sein kann? Heute gibt es halt gleich 2 tagtäglichs von heute. Ah ja, klar. Und das wird immer mehr. Also ab jetzt, es gibt jeden Tag, wo ein Tagtäglich kommt, gibt es einen Tagtäglich mehr am Tag. So, dann habe ich zuletzt ja immer schön Ausflüge in die Weltgeschichte gemacht. Das haben einige auch gutiert und haben gesagt, toll, das, so macht Geschichte Spaß. Und Tom Gotthard geht sogar einen Schritt weiter und sagt, mir sollte ein Buch der Weltgeschichte schreiben. Das klingt für mich, als ob ich auch einfach die Weltgeschichte neu schreiben könnte. So, ja, am Anfang das und dann Giga. Am Anfang erschuf ich Giga und am 8. Tag gab es Giga Apple und so. Mache ich vielleicht mal. Stelle ich mir lustig vor. So, dann hat sich Manu gefreut, dass Frank mal wieder durchs Bild gelaufen ist. Ja, siehst du, was passiert. Einmal durchs Bild gelaufen, kommt Kommentar, gleich steht er jetzt schon wieder hier. Ne? Ein bisschen kleiner Finger, ganze Hand. Vielleicht gibt es ja jetzt auch Kommentare, nett, dass Frank mal wieder neben dir gestanden hat. Das glaube ich nicht. Das kann, also bitte. Oder dich verbessert hat. Niemand kommentiert jetzt hier bitte, nett, dass Frank mal wieder dauerhaft im Tagtäglich zu sehen war.
Markus Müller schreibt, Armin im Pharao-Kostüm als Thumbnail, das wär's. Kein Problem, siehe heutiges Thumbnail. Eure Wünsche sind unser Befehl. Dann, das war nicht lustig. Und, also das ist wirklich ein Kommentar, der mir gut gefällt. Und zwar Chester90LP schreibt, was ist eigentlich aus HTC geworden? Das fragen wir uns alle. Weiß jemand was? Nee, ne? Nichts mehr von gehört. Auch Pivot, ne? VR, 5G, Blockchain, alles, was man so, was so auf der Buzzword-Liste der letzten 3 Jahre steht. Da sind die zu Hause. So, und abschließender Kommentar und damit auch gleich der Musikwunsch für heute. Ich wünsche euch schon mal einen schönen Feierabend. The Mindplayers sagt, tolles Video, könnt ihr mal die deutsche Nationalhymne spielen. Kein Problem, Alexa spiele Auferstanden aus Ruinen. Mm-hmm. Mm-hmm.